So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Züge in Bayern zu einer weiteren Folge, ich glaube die zweite Folge der Retro-Videos. Ich habe ja dieses Format Retro-Videos schon mal gemacht und dachte mir, ich mache das Ganze nochmal, denn weil ich glaube, dass das ganz gut bei euch angekommen ist. Wo nehme ich euch zu diesem heutigen Silvester-Video hin mit? Und zwar nehme ich euch mit nach Kaufbeuren in den Sommer 2013. An einen Vormittag, wo wir zwischen circa 10:30 Uhr und 11:30 Uhr eine Stunde in Kaufbeuren habe ich damals aufgenommen als kleiner Junge, Jugendlicher. Und den Zugverkehr von damals würde ich euch zeigen. Was gibt es zu sehen? Unter anderem Baureihe 218 mit N-Wagen, Baureihe 642, Baureihe 612, aber auch Baureihe 218 mit Fernverkehrswagen, weil der IC Nebelhorn mit dabei ist. Und ja, das Wetter war an diesem Tag wunderschön. Es waren 25 bis 30 Grad, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Genau. Ich denke mal, ihr werdet sehr viel Spaß mit diesem kleinen Filmchen hier haben. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder in Erinnerungen zu schwelgen und den Film für euch zu schneiden. Und ja, das bleibt mir nur noch anderes zu sagen, als euch viel Spaß beim Zuschauen zu wünschen. Und dann seht ihr gleich das Intro und dann den Film. Viel Spaß beim Zuschauen, euer Robin.
Thank you.
1 Regionalexpress von München zur Weiterfahrt über Marktdorf und auf nach Füssen.
So, meine Lieben, ich wollte mich bei euch verabschieden und bedanken, dass ihr das Retro-Video an Silvester mit mir geschaut habt. Ich denke, ihr habt sehr viele spannende Züge gesehen, unter anderem natürlich viel Baureihe 218 mit N-Wegen, aber auch Baureihe 612, die Baureihe 642 und natürlich auch den IC Nebelhorn. Mir hat es damals sehr viel Spaß gemacht, das Video aufzunehmen. Auch sehr viel Spaß gemacht, mal wieder ein bisschen in Erinnerungen von früher in meiner Jugend und Kindheit zu schwelgen. Und ich hoffe, wie gesagt, euch hat dieses Video auch so gefallen wie mir. Sollte euch dieses Video auch so gefallen haben wie mir, könnt ihr selbstverständlich gerne Lob, Kritik, Anregungen und so weiter in die Kommentare schreiben. Ihr könnt natürlich auch selbstverständlich dieses Video teilen, liken, bei euren Freunden, Familie, Eisenbahninteressierten, Bekanntschaften und so weiter und so fort weiterempfehlen. Alle anderen Videos gucken, die natürlich auch weiterempfehlen, teilen, liken, bei euren Freunden, Familie, Bekanntschaften und Eisenbahninteressierten und so weiter. Auch die Videos gerne natürlich mit Lob, Kritik, Anregungen und so weiter versehen. Ihr könnt natürlich auch sehr, sehr gerne, was mich sehr, sehr freuen würde, den Kanal abonnieren. Diesen Hinblick möchte ich zu Silvester nochmal alle neu hinzugekommenen Abonnenten recht herzlich hier auf meinem Kanal begrüßen. Ich wünsche euch und natürlich auch allen anderen Abonnenten und die meine Videos gucken, ein frohes und gesundes neues Jahr 2023. Nicht ausrutschen beim Rüberrutschen heute Abend. Und genau. Was bleibt mir nur noch anderes zu sagen, als mich für dieses Jahr bei euch zu bedanken? Es war ein durchaus erfolgreiches Jahr, würde ich sagen. Wir haben sehr viele Neuerungen gehabt. Und genau. Was bleibt mir, wie gesagt, nur noch anderes zu sagen, als vielen lieben Dank für dieses Jahr. Bis ins nächste Jahr, bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Hat mich sehr gefreut. Euer Züge in Bayern Robin. Bis nächstes Jahr und ciao.